Ja, hallo, mein Name ist Hein Davidson und ich bin ein Seemann. Die See hat mich immer schon fasziniert. Es liegt bei uns in der Familie, glaube ich. Mein Vater war ein Seemann, meine Mutter war eine Seefrau und selbst unser Hund war ein Seehund. Ja, also eigentlich kann man, denke ich, sagen, dass immer schon klar war, dass ich irgendwann mal zur See fahren würde, aber ich muss sagen, ich habe mich erstmal so an Panzern probiert, habe das mal gemacht und Kampfflugzeuge bin ich auch geflogen. Aber dann im Juli habe ich irgendwie so gedacht, okay, Schiffe, das ist irgendwie das neue coole Ding. Das ist das, was alle machen, was man machen muss. Und ja, dann habe ich auch meinen Dienst auf einem Schiff eben angetreten. Aber seitdem habe ich jetzt auch schon eine ganze Menge gesehen. Also ich war sowohl bei der US Navy als auch bei der kaiserlichen japanischen Kriegsmarine. Ich habe auf Zerstörern gedient, auf Kreuzern, auf Schlachtschiffen und auch auf Flugzeugträgern und kein Schiff ist wie das andere. Ja, und außerdem habe ich auch noch gehört, dass bald die deutschen und die russischen Kriegsschiffe in die Schlacht einsteigen. Also langweilig wird das hier so schnell, glaube ich, nicht. Ich würde schon sagen, dass mir die Arbeit Spaß macht, denn klar, das ist eine harte Aufgabe und vor allen Dingen eben auch eine sehr verantwortungsvolle. Aber ich habe halt das Gefühl, ohne mich, da würde hier gar nichts laufen. Das gefällt mir. Klar, meine Arbeit hat viel mit Druck zu tun und man reibt sich auch sehr oft. Aber Druck und Reibung, das ist mein Ding. Das macht mir Spaß. Und ja, ich würde schon sagen, das ist meine Berufung und ich habe hier meinen Platz gefunden. Ja, meistens ist das Leben hier auf See aber tatsächlich sehr ruhig, muss ich sagen. Also der Captain, der ist öfters mal weg und dann läuft hier gar nichts. Dann gehe ich zum Laden, kaufe mir ein bisschen was oder ich lese ein gutes Buch und lasse dann eben so die Zeit verstreichen. Aber wenn unser Captain dann da ist, dann geht es meistens sofort in die Schlacht. Und manchmal für Stunden am Stück, ja. Eine Schlacht nach der nächsten. Und ich muss sagen, ich habe manchmal den Eindruck, dass der Captain dass die diesen Konflikt förmlich sucht, ja, dass es ihm Spaß macht und ja, ich weiß nicht, vielleicht, also es muss unter uns bleiben, aber ich glaube, vielleicht ist er sogar ein bisschen süchtig danach. Allgemein muss ich sagen hier so, ich kapiere den ganzen Krieg nicht, also was soll das überhaupt? Wir sind immer bunt gemischt hier mit Amis und Japanern und bald sicher auch noch mit Russen und Deutschen und dann sind wir zusammen und kämpfen gegen ein anderes Team, auch bunt gemischt und das sind dann die Bösen, die wir abknallen müssen, aber warum? Was haben die getan? Warum? Ich verstehe es nicht. Also manchmal habe ich den Eindruck, dass es hier reines Unterhaltung. Ne? Also, dass wir das nur machen, weil es der Captain irgendwie amüsant findet. Der findet das lustig. Das macht ihm Spaß. Bäh, yes. Nicht schlecht. Dominik? Ha? Muss auch Endcard machen. Endcard? Was für eine Endcard? Mach einfach. Enkel, okay, Enkel. Habt ihr schon unser Video gesehen zum Thema, warum oder ob digitale Trading Card Games besser sind als physische Trading Card Games? Wir haben es mal anhand vom Beispiel von Hex ausgetestet oder auch sehr geil, unser Trailer zu Uncharted 4, allerdings gesprochen von Nolan North, der Synchronstimme von Nathan Drake, auf Deutsch. Also der Gute hat sich mal an der deutschen Sprache probiert und es klingt ziemlich cool. Guck da mal rein und jetzt lass mich essen. Perfect.